Ja, nach 20 Jahren geht unser Afghanistan-Einsatz in wenigen Wochen zu Ende. Ich habe eine letzte Dienstreise hierher ins Camp Mamal nach Mazar-e-Sharif durchgeführt, um der Truppe rings um das Redeployment-Team noch einmal über die Schulter zu schauen und zu sehen, an welchem Stand wir aktuell sind. General Meyer hat vor wenigen Tagen an die afghanische Seite das komplette Lager, das Camp Mamal, übergeben. Und ich konnte mich heute davon überzeugen, dass das Lager im Grunde leer ist. Hier wurde tatsächlich aufgeräumt, es wurde alles nach Hause transportiert, was nach Hause gehört. Es wurde alles verwertet, was hier bleiben kann. Und alle Liegenschaftsteile wurden an die afghanischen Streitkräfte übergeben. Wir haben das alles sehr geordnet gemacht, ohne Aufregung, und haben auch den afghanischen Streitkräften eine ganze Menge an Material dagelassen, damit sie hier einen guten Start finden in dieser Liegenschaft. Was habe ich mir heute angeschaut? Ich habe mir angeschaut, wie unsere Roll-2 beispielsweise heute aussieht. Die Roll-2 hat über die vielen, vielen Jahre vielen Kameraden und auch internationalen Kameraden und Afghanen das Leben gerettet, hat schwere Verwundungen geheilt und hat eine wesentliche Rolle in der Rettungskette abgebildet. Ganz besonders beeindruckt hat mich die Materialschleuse. Hier wird mit viel Engagement, mit viel Detailkenntnis, mit vorhandenen Anlagenblättern das Material en Detail gezählt, wird zusammengepackt und gleich in die richtigen Depots nach Hause zurücktransportiert. Und das hat mich insgesamt total beeindruckt und wird dazu führen, dass wir zu Hause wieder geordnet unser Material schnell der Truppe zuführen können. Ganz wichtig ist für mich, dass wir bis zum Schluss hier den Schutz und die Sicherheit unserer eigenen Soldaten gewährleisten. Dazu tragen bei die Kameraden der Force Protection, die hier das Lager deutlich ertüchtigt haben und von entsprechenden Beobachtungsposten das Umfeld kontinuierlich überwachen können. Wir sind hier so darauf eingestellt, dass wir uns auch verteidigen können für den Fall, dass es hier zu schwierigeren Situationen kommt oder zu Anschlägen. Insofern, Force Protection ist bis zum Schluss, bis zum letzten Tag gewährleistet. Und wir haben natürlich auch emotionale Orte besucht. Es ist schon erstaunlich, wenn Sie auf diese Plätze gehen, wo vorher die kleine Kapelle St. Benedikt gestanden hat. Und ich war dort, wo das Ehrenmal stand, mit dem großen Stein, den wir jetzt als Erinnerungsstein ebenfalls nach Potsdam transportiert haben, zusammen mit allen Plaketten unserer gefallenen Kameraden. Es ist ein durchaus bedrückender Moment, wenn Sie an dieser Stelle stehen. Aber wir haben hier eine gute Arbeit geleistet. Es bleibt nichts zurück. Alles, was an unsere Kameraden erinnert, haben wir mit nach Deutschland zurückgeführt. Ja, ebenfalls habe ich heute festgestellt, dass alle die Plätze, an denen wir früher eine ganze Reihe von Ortskräften hier aus Afghanistan beschäftigt haben, heute menschenleer sind. Hier haben wir eine moralische Verpflichtung diesen Ortskräften und ihren Familien gegenüber. Ich habe heute auf meinem Herflug entsprechende Visa mit hierher gebracht, sodass wir weiteren Ortskräften diese Visa aushändigen können. Kameradinnen und Kameraden, ich freue mich, heute hier bei Ihnen sein zu können. Ich möchte zum Ende unseres langjährigen Afghanistan-Einsatzes und vor allem in dem komplexen Prozess der Rückverlegung, den Sie maßgeblich verantworten, noch einmal zu Ihnen sprechen. Sie alle können mit Stolz auf diese Ihre Leistung, auf die Leistung Ihres Kontingents blicken. Ich melde mich ab, alles Gute.